sich mal einen Plattfuß gefahren, so kann man diesen ganz einfach selber beheben. Dazu das Bike am besten einfach umdrehen, da lässt sich's einfacher arbeiten. Dazu Seitenständer umklappen, Bremse ziehen und das Bike entspannt nach hinten ziehen. Vorher Mikrofasertuch ans Heckfalz verbaut, damit man Kratzer vermeidet. Vorsichtig an die Gabel vorgreifen und das Bike final umdrehen. Nun kann man schon mal im Mantel nach Fremdkörpern suchen, zum Beispiel kleineren Nägeln, Ästen, Scherben oder dergleichen. Hat man was gefunden, gleich entfernen und die Stelle merken. Als nächstes widmen wir uns dem Motorkabel. Das müssen wir am Stecker lösen und das wird auch mit einer Kabelschelle gehalten, die einfach öffnen und abmachen. Kommen wir an die Achsmutter, auf der gegebenenfalls noch eine kleine Gummikapsel ist, die entsprechend abnehmen, Achsmutter lösen, Schaltwerk zur Not ein wenig zur Seite drücken, falls man keinen Platz hat, und anschließend auch die andere Seite lösen. Die Schrauben muss man nicht ganz entfernen, so verliert man sie später schon nicht. Nun das Hinterrad nach oben entnehmen, Kette beiseite tun und Rad entsprechend auf den Werktisch legen zum Bearbeiten. Wir entfernen die Ventilkappe, entlassen nun die restliche Luft. Dazu kann natürlich auch der Ventileinsatz mit einem Ventilschlüssel entfernt werden. Und wir können nun das Rad auf die Seite legen und entsprechend mit Reifenhebern arbeiten und den Mantel von der Felge nehmen. Je nach Reifentyp und Alter geht das entweder leichter oder schwerer. Hier lässt sich dann auch gerne mit Reifenfluid oder anderen Hausmitteln arbeiten. Den Reifenrand komplett ringsrum vom Felgenrand entfernen, vorsichtig hochziehen und nun den Schlauch bzw. das Schlauchventil einfach durchdrücken und entnehmen. Zunächst schauen wir uns die Stelle an, falls wir nun einen Fremdkörper gefunden haben, und fahren mit der Handinnenfläche im kompletten Mantel entlang, um auch noch die letzten spitzen Objekte zu entdecken und zu entfernen. Ist der Mantel sauber, können wir uns nun dem Schlauch widmen. Fatbike-Schläuche lassen sich wie herkömmliche Fahrradschläuche ganz normal reparieren, dazu mit einem Standard-Flixhead arbeiten. Wir machen es uns ein wenig einfacher und nehmen einfach einen neuen Schlauch. Der wird so wie in dieser Form geliefert, Gummi entfernen, auseinanderfalten, Ventilkappe abnehmen, vielleicht einen kleinen Schuss Luft rein, das macht die Handhabung ein bisschen einfacher, und entsprechend auf der Felge bzw. im Mantel einfädeln. Dazu zuerst das Ventil durch die entsprechende Öffnung in der Felge führen, nun im Anschluss den Schlauch auf allen Seiten gleichmäßig in den Mantel legen und dann können wir den Mantel beginnend wieder am Ventil auf die Felge packen. Einpacken des Schlauchs unbedingt darauf achten, dass das Ventil gerade steht, also im 90-Grad-Winkel zur Felgenöffnung. Somit verhindern wir im Nachgang auf lange Sicht Beschädigungen. Nun kann man den Reifen wieder vorsichtig auf die Felge packen. Hier merkt man gerade das Alter, je nachdem, wie einfach oder schwer der Reifen wieder auf die Felge passt. Sitzt der Reifen wieder auf der Felge, können wir uns nun dem Aufpumpen widmen. Dazu einfach den Kompressor zur Hand nehmen oder die übliche Fahrradpumpe, Ventil aufstecken und vorsichtig aufpusten. Beim Aufpusten gerne mit einer Hand fühlen, so den Luftdruck bestimmen und auch darauf achten, dass der Reifen sauber auf der Felge sitzt. Dazu gibt es kleine Hilfsmittel, dazu gleich mehr. Nun schnappen wir uns das gesamte Hinterrad wieder, schauen, dass das Kettenblatt bzw. das Ritzelpaket auf der richtigen Seite ist, fädeln die Kette entsprechend ein und bauen das Rad wieder ins vorgesehene Dropout ein. Hier bitte auf die entsprechende Verteilung der Unterlegscheiben auf den Achsen achten und natürlich darauf, dass man nirgends hängen bleibt. Nun die Achsmuttern wieder vorsichtig per Hand festziehen. Auf der einen Seite natürlich auf die Bremsscheibe achten, dass man die beim Einfädeln nicht beschädigt oder verbiegt.
Sind die Schrauben handfest, nehmen wir wieder einen Schlüssel, fürs Hinterrad 18er Maulschlüssel oder Franzosenschlüssel. Zur Not Schaltwerk ein wenig zur Seite klappen und entsprechend festziehen. Wichtig auch, die kleine Öffnung und Nut am Achskabel austritt, dass die entsprechend nach unten schaut. Stecker rein, schön fest und ab geht's.